Hallo, Hallo. wir erzählen jetzt von Bagan. Da waren wir. Ja, man kann schon mal sagen, also Bagan ist nicht so cool, wie es Google und Reiseführer versprechen. Denn hier ist alles ziemlich touristisch. Ja, und auch irgendwie so übertouristisch. Also überall wird einem irgendwas angedreht, ob es ein Taxi oder irgendwelcher so Handicraft-Schrott ist. Also erstmal kostet ja die ganze Stadt schon mal 25.000 Kyat pro Person Eintritt, was ungefähr 10 Euro entspricht, was nicht so viel klingt, aber im Verhältnis zu den hiesigen Löhnen ist das schon eine Menge Geld. Und dafür ist es halt dann irgendwie nicht gut gemacht. Also das Essen ist sehr banal. Die Hosts in den Unterkünften geben sich nicht so viel Mühe, weil kommt ja eh wieder wer anders und nicht nochmal. Die Stadt ist schmutzig und die Hotels sind schmutzig. Die Menschen sind unfreundlich und zu allem Überfluss hat bei uns auch noch das Wetter nicht mitgespielt. Ja, und man wird hier eben eigentlich als touristische Cashcow angesehen und nicht als gern gesehener Gast. Genau. Wir haben aber herausgefunden, dass es einen Grund dafür gibt, dass die Leute nicht ganz so freundlich sind. Und zwar wurden halt in den 90ern die ganzen Bewohner von Old Bagan nach New Bagan umgesiedelt, was halt infrastrukturell nicht so cool war, um den Weltkulturerbe-Status zu kriegen, den sie nicht haben. Also uncool und irgendwie klar, dass man nicht so willkommen ist. Ja. Wie schon angesprochen, es gibt zwei Stadtteile mittlerweile, Old Bagan und New Bagan, und die liegen so ungefähr 3 Kilometer auseinander. Und dazwischen liegen eigentlich ziemlich viele Pagoden und Ziemlich eigentlich, viele. also Pagoden, also viele Pagoden. Also, und das ist auch so das einzig Sehenswerte hier in Bagan. Und um diese Strecken zurückzulegen, kann man entweder ein Taxi oder ein Tuk-Tuk nehmen, was doof ist. Man kann zu Fuß gehen, was weit ist, oder aber man mietet sich E-Roller. Was geil ist. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ich habe ja schon Schiss beim im Auto beifahren sein. Also Motor ist eigentlich nichts für mich. Und das hat mich ziemlich viel Überwindung gekostet, aber wir haben es gemacht. Und es ging auch, interessanterweise werden hier weder europäische noch internationale Führerscheine anerkannt und deswegen wird einfach gar nicht danach gefragt. Ja. Und ich glaube, du hattest auch mittlerweile Spaß und willst es wieder tun. Unbedingt, unbedingt. Super geil. Ja, super geil. Ja, aber was wir gelernt haben, ist auf jeden Fall, wir waren 3 Tage in Bagan und 3 Tage sind vollkommen ausreichend, um Pagoden zu gucken. Und was wir noch gelernt haben. Genau, mit ein bisschen Zeit zu recherchieren. Wir hatten uns nämlich gewundert, wir hatten mal in einem Lokal eine Coke und eine Sprite bestellt und die Kellnerin wiederholte das als One Coke in One Sprite. Und wir wunderten uns, warum das so ist und haben herausgefunden, dass die Schrift hier so eine Kombination aus Silben- und Alphabetschrift ist und eigentlich, wenn kein Vokal irgendwie markiert ist, immer das A das Vokal ist. Genau, und bei Sprite ist ja kein Vokal markiert in irgendeiner Form, also Sa-pa-rite. Ja, fanden wir spannend. Ja. Es ist übrigens auch das schönste Schriftbild, was wir bisher gesehen haben. Genau, es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Kohlensäurebläschen. Ja, ganz kringelig. Ja, was an Bagan auch noch ganz cool ist, wenn man wieder wegfährt. Dank der touristischen Infrastruktur gibt es dafür viele, viele Wege. Es gibt Busse, es gibt Züge, es gibt Flüge, es gibt Ballons, aber es gibt auch Speedboats. Speedboats? Speedboats. Ja, das dauert dann irgendwie 12 Stunden. Das haben wir aber auf jeden Fall gemacht. Und da tuckert man halt den Irrawaddy hoch. Schön ist das. Aber zuerst muss man morgens um 5 in absoluter Dunkelheit mit Gepäck und Kind und Kegel über 2, 3 Bierbankbreite Planken auf das Boot draufkommen, was müde, dunkel, schwer. Also hätte ich nicht gemusst, hätte ich das nicht gemacht. Ja, aber wir hatten ja keine Wahl. Ja. Hat Und wir ja auch haben es ja auch geklappt. geschafft, Genau, genau. genau. Wieder eine Angst überwunden. Ja, und dann sind wir mit dem Boot ja, genau, halt losgetuckert um ungefähr 20 vor 7 bei der Sonnenaufgang. Den konnten wir uns dann vom Deck aus anschauen. Leider, weil es halt bewölkt war, nicht ganz so geil war, aber trotzdem halt landschaftlich mega. Mega. Und dann gab es noch ein geiles Event auf dem Boot. Also. Wir mussten irgendwann anhalten und kehrt machen. Und eins der Besatzungsmitglieder des Schiffs sprang von Bord, um ein im Fluss verirrtes Reh oder Hirsch, wir wissen es nicht, wir sind aber auch keine Biologen, aus den Wassermassen zu retten. Und ja, das war
voll die Heldentat. Es war eine Heldentat. Und dann ist das Wasser war bestimmt ziemlich kalt. Fürschrie-Tier, die letzte halbe Strecke mit uns in einem extra Raum mitgefahren und wir fanden das richtig super. Ja, und 12 Stunden später waren wir dann in Mandalay, hier. Genau. Davon erzählen wir euch aber das nächste Mal. Denke ich auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.